5. Juni, 300 vor Christus. Ein im Karo gemusterten Umhang gekleideter Kelte streift durch einen lichten Eichenwald. Irgendwo im Land an der Sieg. Zur gleichen Zeit, nur wenige Meter entfernt, über Jahrtausende freigewittert, Eisenerzknollen im Grün niedriger Walderdbeeren. Und wenig später bekommt eine Eiche der Art Quercus petraea zu spüren, was es bedeutet, dass sich der Mensch bergbauliche Rohstoffe zunutze macht. Noch ahnen die drei nicht, dass sie die Hauptrolle spielen werden. Hauptrolle in der Geschichte einer Region, die nicht bekannt werden wird für mildes Klima oder schönes Wetter.